Vom 17. bis 21. Juli 2023 fand im Uniformstadion Oberwart das 6. Fußballcamp des SV Oberwart statt. 148 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren waren dabei. Wir haben mit Peter Lehner, dem sportlichen Leiter des SV Oberwart und Organisator des Fußballcamps, gesprochen. Heuer, nach der Corona, wieder fand er in Oberwart das bekannte und berühmte Fußballcamp, die Kids. Wie viele Kinder habt ihr dieses Mal? Von welcher Ortschaften? Erzählen Sie uns ein bisschen drüber. Also wie Sie schon gesagt haben, es ist das 6. Fußballcamp. Es war eine Unterbrechung vor 2 Jahren, Corona-bedingt. Heuer haben wir den Teilnahmerekord geknackt. Das heißt, es ist ganz interessant zu beobachten. Wir hatten vor 7 Jahren mit 65 Kindern gestartet. Dann ist es auf 72, auf 80, auf 85. Im letzten Jahr hatten wir 106. Und in diesem Jahr hatten wir tatsächlich knappe 150 Kinder. Stellt natürlich uns in der Organisation und die Betreuer vor gewisse Aufgaben. Aber es ist natürlich schön für den ganzen Verein und auch für die Kinder, dass wir so viele Kinder auch begeistern können für unser Camp. Aus welcher Ortschaft, Ortsteile kommen die? Ganz verstreut durchs ganze Südburgenland, also von Rechnitz, Magdeburg bis über Großpetersdorf, Kemetten, Litzelsdorf, Olbendorf, Oberdorf, Markt Allhau, also im Grunde und natürlich Oberwart aus Oberwart direkt. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Ortschaft vergessen, vermutlich doch, aber ganz, ganz breit gestreut im Südburgenland. Ja. Alle? Nein. Nein, ich bin von Jaben. Ich bin aus Oberwart. Ich bin von Kirchflügel. Wow! Ich bin von Oberwart. Ich bin von Jaben. Ich bin von Kofidi. Wir spielen ich spiele später auf der Art und wir auch, weil die noch höher haben. In Jaben gibt. Und welche Alter sind die Kinder? Die Jüngsten sind bei uns heuer 5. Die werden jetzt 6 im Herbst und die Ältesten 14. Das heißt zwischen 5 und 14 Jahre. Was machen die alles in der Zeiten? Fokus liegt natürlich bei einem Fußballcamp einmal auf Fußball. Das heißt, wir haben 12 Gruppen mit 12 Betreuern, mit 12 Trainern und zusätzlich 7 Betreuern, die dann noch mithelfen. Wir versuchen die Kinder einfach einerseits im fußballtechnischen Bereich, also altersentsprechend abzuholen und dort natürlich trachten wir danach, dass die Kinder sehr, sehr viel mitnehmen aus dieser Woche. Dann steht logischerweise auch Spiel und Spaß im Vordergrund. Das heißt, es sind immer wieder Wettkämpfe dabei. Neben dem Fußballschwerpunkt haben wir versucht, immer wieder einen polysportiven Aspekt einzubringen. Das war dieses Jahr Taekwondo, Selbstverteidigung und Kampftechniken zu erlernen mit der Jennifer Schermann, die in Oberwart eine Taekwondo-Schule hat. Das hat ihnen auch richtig viel Spaß gemacht. Ja, und darüber hinaus einfach ganz viele Dinge, die das soziale Miteinander fördern. Also Teamfähigkeit, Teamgedanken, den zu leben, so irgendwo auch ein soziales Bewusstsein zu schaffen, das in einem Mannschaftssport notwendig ist. Genau. Sie schauen aber immer wieder, dass da irgendwer von den Prominenten dabei ist. Genau, es ist uns grundsätzlich in jedem Jahr gelungen, auch Profifußballspieler fürs Camp zu begeistern, um den Kindern auch diesen direkten Kontakt zu ermöglichen. In diesem Jahr hatten die Kinder die Möglichkeit, die ganze Woche mit dem Patrick Farkas, der vor einigen Jahren noch Champions League gespielt hat, wirklich auch zu trainieren. Das heißt, er hat mit jeder Gruppe eine Trainingseinheit absolviert und hat ihnen natürlich richtig viel Spaß gemacht. Es wird auch so sein, dass wir heute bei der Abschlussverlosung dann auch wieder einige Trikots, Schuhe, unterschriebene Signierungen von Fußballspielern aus ganz Europa bereitstellen. Wie ich habe gesehen, die Kinder sind alle mit dem gleichen T-Shirt. Heißt das, die haben komplette Ausstattung bekommen? Ja, also das ist beim Camp grundsätzlich, denke ich einmal, selbstverständlich. Zumindest bei uns ist es so, dass sie eine Garnitur bekommen, bestehend aus T-Shirt, Short, Stutzen, Ball, Trinkflasche und eine Tragetasche. Das heißt, wieder gelungene Camp. Das Camp ist richtig gelungen. Das Einzige, was etwas jetzt ein kleiner Wermutstropfen ist, ist einfach das Wetter jetzt am letzten Tag. Es hat seit am Morgen geschüttet wie aus Kübeln. Jetzt müssen wir heute ein bisschen situationselastisch sein und das große Abschlussturnier können wir nicht im Informstadion spielen, sondern werden das Turnier jetzt fertig spielen und freuen uns aber trotzdem schon auf die Siegerehrung dann mit den Eltern. Viele Spieler des SV Oberwart haben mit den Kindern trainiert. So wie hier mit Torschützenkönig Thomas Herklotz. Thomas Herklotz, wissen wir alles von der SV Oberwart, der Torkönig oder Torschütze König.
Heute aber alles Trainer bei den Jungs. Wie sind die? Es macht irrsinnigen Spaß mit den Jungs und Mädels, also wir haben auch Mädels dabei, zu arbeiten, die ganze Woche sie zu begleiten, nicht nur bei den Fußballeinheiten, sondern auch bei alltäglichen Dingen wie dem Mittagessen, in der Früh frühstücken und so weiter. Macht riesig Spaß, die Kids da zu begleiten. Warst du auch gleich eine Art Vorbild für die Kinder? Ich hoffe natürlich, dass man ein bisschen ein Vorbild ist für die Kids. Wie können Sie schon erinnern, dass du viele Tore geschossen hast? Die meisten sind eh von Oberwart, die kennen sehr gut, einige Kinder in der Schule auch und ja, da kennt man sich natürlich. Du als Profispieler bist heute sozusagen jetzt als Trainer und wenn du jetzt die ganzen Kinder siehst, siehst du da viele Talente und gibt es irgendwelche Favoriten, wo es könnte sagen, der hat die Zukunft in die Fußball? Also ich glaube, für Kinder ist es wichtig, dass sie dranbleiben. Mit 6, 7 Jahren ist noch kein Ronaldo geboren. Ich glaube, viel Training, der Ehrgeiz und natürlich ein bisschen Glück, dann können es viele schaffen zum Profibereich. Und der Vorbild, gibt es irgendwelche Kinder, die sagen, der könnte was schaffen? Ja, also es sind schon 4, 5 sicher richtig gute Kids dabei. Ja, wie gesagt, man muss Glück natürlich haben, dabei bleiben und dann werden es einige Kinder hoffentlich schaffen. Und wenn sind wir dabei bei die Fußball, wie geht's weiter mit die Oberwart? Ja, wir hoffen, also wir starten morgen mit dem ÖFB Cup, wo wir sich sehr freuen, dass wir wieder dabei sind. Nächste Woche gleich ein super Heimspiel gegen den Wiener Sportclub und wollen natürlich eine erfolgreiche Saison spielen und endlich im Südburgenland wieder Regionalliga Fußball zeigen. Patrick Wackersch, ein Burgenländer, der in Salzburg und Hartberg gespielt hat, ist jetzt auch bei SV Oberwart und hat als Trainer mitgemacht. Patrick Wackersch, Salzburg, Hartberg, jetzt Oberwart und Trainer bei dem Kindercamp. Wie waren die Kinder? Also die Kinder waren sehr diszipliniert, fleißig. Wir haben sehr gut gearbeitet am Platz und ich hoffe, dass es sich ausgeht, dass ich mit dem einen oder anderen vielleicht in der Zukunft noch zusammenspielen kann. Viele Talente dabei? Ja, auf alle Fälle viele Spieler mit Potenzial und ich hoffe, dass sie den Weg weiterhin gehen, nächstes Jahr wieder das Kindercamp besuchen und dann, wie gesagt, und dann hoffe ich, dass der eine oder andere vielleicht in der Bundesliga irgendwann spielen wird. Das hofft man, weil wir wollen nur Burgenland ein bisschen mehr in die Höhe schieben. Sie spielen jetzt bei der SV Oberwart? Genau. Alles Verteidiger, wie ich habe. Genau. Nein, ich freue mich auf die Aufgabe. Ich möchte dem Verein weiterhelfen mit der Erfahrung, was ich schon gemacht habe in der Bundesliga. Und wie gesagt, mich freut es hier zu sein und mit den Kindern die ganze Woche arbeiten zu dürfen. Und ja, bin überaus glücklich und ich hoffe, dass wir gut in die Meisterschaft starten. Wie Sie sehen, hat das Fußballcamp den Kindern sehr gut gefallen. Leon und Jonas aus Kemetten sagen zum Fußballcamp Folgendes. Also es war eine sehr schöne Woche. Besonders gefallen hat mir heute auch noch das Abschlussturnier. Mir hat es die ganze Woche gut gefallen, nur es war heute viel Regen und es war sehr heiß und mir hat das Abschlussmatch gut gefallen. Was hat euch am besten gefallen? Mit Abstand der Mittwoch im Freibad und dann auch das Taekwondo. Mir auch das Freibad und am Montag der Anfang. Werdet ihr nächstes Jahr wieder mitmachen? Sicher! Ich auch. Leider musste aufgrund des starken Regens die Abschlussfeier indoor abgehalten werden. Genießen Sie trotzdem die Abschlussfeier des Fußballcamps des SV Oberwart. Das lange Warten hat ein Ende. Es geht jetzt los. Ich grüße euch alle sehr herzlich. Wir haben die Treffen von Halle. Leider ist es draußen vom Stadion. Wir haben mit dem Wetter geschuldet, weil wir eine Erweiterung mitmachen müssen. Wir sind persönlich wahrscheinlich einmal am nächsten Mal. Aber es war ganz einfach notwendig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch den letzten Tag jetzt ganz gut in die Bühne gebracht haben. Die Tiere sind nicht. Wir haben jetzt die Sieger nachher hinten verlegt, weil es einfach mehr Sicherheit garantiert, um die Zettel und frühzeitige Abzeit abbrechen zu müssen. Und ich möchte mich sozusagen noch dem Motto Ehre und Ehre gebührt zuallererst einmal bei den Kindern bedanken. Diese Bühne bieten, um sie einen Applaus in der Halle bekommen zu heißen.
Ich möchte mich zuallererst einmal bei der Stadtgemeinde Oberwart, vertreten durch den Bürgermeister Georg Rosen, bedanken. Ohne diese Zusammenarbeit, ohne die zur Verfügungstellung der Infrastruktur wäre das Ganze nicht möglich. Georg, ich möchte bitten, vielleicht kommst du kurz vor. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch recht herzlich hier in unserer Reihe begrüßen. Zunächst auch ein herzliches Dankeschön an den Herrn Präsidenten, den Gerhard und den Peter und das Organisationsteam. Ich glaube, so eine Veranstaltung zu machen und so viele Trainer aufzutreiben, und natürlich auch danke, dass sich die Kinder diesen Trainern anvertraut haben, ist nicht selbstverständlich. Und die haben wirklich eine gute Arbeit gemacht, über zwei Minuten. Wenn man das anschaut, aber nur einmal gesagt, schauen die Trainer fertig aus wie die Kinder. Aber die Kinder waren echt brav, aber die Trainer und die Betreuer waren natürlich auch brav. Danke für das wirklich super, für die super Vorstellung. Danke dir. So, der zweite Bürgermeister im Winkel. Vor kurzer Zeit hat der Sportverband mit der Gemeinde Unterwald eine Kooperation abgeschlossen. Und wir haben sozusagen der Sportanlage ein neues Leben eingehaucht. Das wäre ohne die Unterstützung der Gemeinde nicht möglich gewesen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache für uns, für den Verein. Und war jetzt beim Camp auch notwendig, ansonsten hätte man diese Menge Teilnehmer noch nicht bewältigen können. Bürgermeister Hannes Nehmen, bitte kommen Sie jetzt hier zu mir. Auch hier bei uns. Ja, liebe Kinder, liebe Eltern, geschätzter Präsident, ich hoffe, ihr habt diese Woche viel Spaß gehabt. Ich möchte auch in die Kerbe schlagen und möchte mich recht herzlich beim Gerhard Horn, stellvertretend für alle, die uns beteiligt waren, beim SVO dafür bedanken, dass wir den Sportplatz unterwart noch länger Zeit in den Röstgeschlaf wiedererlebt haben und dass wir in kurzer Zeit konstruktiv so eine schöne Lösung finden haben. Dankeschön einmal. Des Weiteren möchte ich dem SVO zu dieser tollen Veranstaltung und dem Camp gratulieren. Das ist mittlerweile schon Tradition. Und so wie das Camp wie vorher gelaufen ist, habe ich weder von noch vom Saisonstart den darauffolgenden aus. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Herbstmeisterschaft. Danke. Und dann eine ganz, ganz wichtige, wenn nicht die wichtigste Person im Verein, Gerhard Horn, Oberwart, Präsident des SV Göfel Oberwart. Dankeschön, Gerhard, ich möchte bitten, dass du kurz vorkommst. Der Gerhard ist jemand, der das Camp an sich, den ganzen Nachwuchs, sehr, sehr unterstützt, dem das Ganze ganz, ganz wichtig ist. Nicht nur in seiner Funktion als Oberwart und Präsident, auch mit der Firma als Geschäftsführer auf die Köckerbau. Hat das dementsprechend unterstützt. Und Gerhard, ich möchte wirklich riesig Danke sagen für deine Unterstützung, für dein Herz, für die Kinder und dafür, dass wir das in dieser Form auch abhalten können. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hannes, liebe Eltern, liebe Kinder, ich habe leider in dieser Woche also nicht viel Zeit gehabt, dass ich also bei dem Camp dabei gewesen wäre, weil ich halt sehr arbeitsmäßig eingeteilt war. Ich sage einmal echt herzlichen Dank an die Organisation. Und da muss ich also wirklich den Peter Lehner mit seiner Lebenspartnerin, mit der Kerstin Nagel, danken. Das ist ein großartiges Camp. Es ist inzwischen das sechste Camp, wieder in der Größenordnung von 146. Und da. Mit 146 Kindern, also starten konnte. Euch, liebe Eltern, muss ich natürlich auch danken, dass ihr eure Kinder uns anvertraut habt. Und ich hoffe, dass die Kinder natürlich eine schöne Woche gehabt haben. War es schön die Woche? Ja! Und das freut uns ja besonders.
es ist ja nicht alles nur aufgebaut auf Fußball, sondern es war mehr, es waren ja andere Veranstaltungen dabei, es war Taekwondo dabei, es war Schwimmen im Schwimmbad dabei. Danke, lieber Georg, dass wir das nutzen haben dürfen. Ich muss sagen, ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Und ebenfalls danke an die Gemeinde, dass wir gemeinsam wirklich was erreicht haben unten mit zwei Plätzen, wo wir jetzt zukünftig natürlich auch mit unseren Kindern oder mit unserer Jugend in dem Sinne also trainieren können. Wir selbst also, kann ich nur eines sagen, wir sind sehr stolz auf unsere Jugend und ich sage auch wieder, Jugend ist Zukunft. Wir machen, glaube ich, in der letzten Zeit wahnsinnig viel für unsere Jugend. Es wäre natürlich auch schön, wenn jetzt einige, die das jetzt vielleicht beobachtet haben, vor allem sagen wir so mit unseren Trainern, ein Dankeschön, die sind wirklich ganz klar, also die meisten aus unserem Verein, also die Staffs und Trainer in dem Sinne, danke, dass ihr diese Woche ganz großartig, also mit diesen Kindern es abgehalten habt. Ich bin ganz stolz auf euch. Den Zahn ist die richtige. Ja. Ja, die richtige. Genau. Das sind die Vierer. Ja. Ja.
Das ist das.
geschaut. Ah. Du hast nicht schauen wollen. Das ist 9. Da steht 10. Schau, da. Thank you.
Fußball.